So, damit willkommen zur zweiten Party Slender, die ich diesmal bearbeiten werde. Und diesmal wird es deshalb keine Fehler geben. Ist alles ja. Oh ja, sehr freundlich. Da kommt jetzt hier Home-Unterstützung an. Ja, wenn wir gerade anfangen wollen, auch zu nehmen, kommt natürlich die Klasse Kohle. Und es ist ja ganz klar, der Emil wird es diesmal spielen. Ja, toll. Denn das war nicht abgemacht. Ja, das war nicht abgemacht. Doch, das ist hier und jetzt abgemacht. Ja, okay. Ich hab's ja schon mal gezockt, insofern. Ja, ich auch. Hier noch letztes Licht ausschalten. Das ist ja nett von dir. Sehr. Na gut. Also. Zur kurzen Hintergrunderklärung: Das einzige Licht. Es gibt jetzt drei Lichter in diesem Raum: Bildschirm, Stereoanlage und Steckdose. Ja. Plus ein winzig kleines Tastaturwörmchen, falls du Angst bekommst. Ja, das rettet mich sicher. Jo. Okay. Ich jetzt mein Schal hin. Nein. Los geht's. In schön. Könnte man sagen, wenn ich relativ gut verreckt, dann darf der Dario noch mal zocken eine Runde. Ah, okay, passt. Kampf. Da geht's los. Okay. Wo bin ich überhaupt? Ich verliere immer die Übersicht. Ich weiß nie, wo ich bin. Irgendwo in dem Wald. Ich habe gehört, dass man immer an der gleichen Stelle anfängt und... Was ist das denn? Wenn man das Teil irgendwie des Öfteren spielt, dann weiß man, wo man ist. Ich habe aber keine Ahnung, wo wir hier sind. Ich auch nicht. Da ist die Seite. Yay, schnapp sie dir. Da wird ja Slendy bestimmt nicht böse. Aber... Passt auf die Seiten auf, weißt du? Das geht los. Der Hüter der Seiten. Das ist... Der Held aus diesem ganzen Actionfilm. Hey, das gilt's nachher mal als Praxistest zu machen. Und zwar, wir schalten den Ton aus und dann... Das machen wir dann, wenn ich spiele, weißt du? Dann schalten wir den Ton aus und dann ist oh, alles scheiße, ganz, ist der ganz Zaun. Nett und dummer Zaun, und den mag ich überhaupt nicht. Kommt der Schlendi schon? Nee. Der neue Spitzname Schlendi. Weil er immer rumschlendert hat. Weil er nichts Besseres zu tun hat, als in seinem Garten rumzuschlendern. Ey, ich spiele hier das Spiel und du darfst mehr als ich. Ja. Also ich versuche mich jetzt abzulenken, ich schaue jetzt nur in die Zimmerdecke. Pass auf, ich schaue. Vielleicht sollte ich doch nicht an die Zimmerdecke schauen. Wäre vielleicht besser. Aber immerhin. Guck mal, Zaun, wo soll ich denn da hinlatschen? In die andere Richtung. In die in der kalten Nee, das wäre zu offensichtlich. Ja, das du ist solltest den Weg das folgen. Ist Slenderman. Ja, aber such nach einem Weg. Das ist immer gut. Ne? Heißt man ja. Das ist... Wenn du durch den Wald fährst, hast du zwar den Vorteil, dass da keine Polizeikontrollen und so sind, aber früher oder später landest du garantiert. War er da? Da kann der Glitch vielleicht sollte ich umdrehen. In der Ehe des Bildschirms kriselt es gerade. Ja. Der macht mit dir ganz schön eine harte Zeit durch. Neuer PC und die ganze Zeit am Zocken der Arme. Ja, warum werden meine Hände so kalt? Es liegt an der Kälte im Bett. Warum hole ich mir jetzt eine Decke? Um mich allein zu lassen und schlafen. Ja, wie immer. Gebiet, wie wir sind, rüber zum Bett und schnappen uns die Decke im großen Action-Stunt. Also mir ist ganz schön warm. Mir ist dafür saukalt. Vielleicht daran, dass ich so angespannt bin. Ich sag dir was, so eine Decke ist eine tolle Sache. Wenn es zu gruselig wird, kann ich mir die über die Augen ziehen. Ja, darauf sind wir schon lange gut. Ich komme hier gar nicht voran. Scheiße! Kreisch nicht so laut, das arme Mikro, das macht auch eine ganze harte Zeit durch. Haben wir Alternative benutzt? Ach, scheiß Zaun! Ich geh mal da lang. Vollkommen unerwartet, weil da ja der Weg ist.
Ne? Was ich hasse, ist dieses blöde Toilettenhaus. Ich hasse es. Hasse es einfach. Was hast du gegen die Scheißhalse? Da sollte man immer als erst. Ah, der Krüppelbaum. Krüppelbaum, Krüppelbaum, Krüppel, Krüppel, Krüppel. Mir fällt es irgendwie immer, wenn ich an irgendwelche Toilettenhäuschen und so denken muss, fällt mir Scheißhalse ein. Scheißhalse, oder? Das ist vom Physikergrillen, da wurde er nämlich vor einigen Jahren mal so ein altes Toilettenhaus verbrannt. Und dann, das ist das Einzige, woran ich mich an diesem Abend erinnere. Wetten jetzt von Seite, wetten. Aber irgendjemand hat dazu gesagt, Scheißhalse. Und ja, das ist bayerisch. Das muss man sich einfach merken. Was für Seite das ist? Yay, Seite. Okay, jetzt wird's hart. Don't look. Ich glaub gar nicht. Stopp. Oh. Es wird ich sollte vielleicht die Taschenlampe doch auslegen. Ich habe ganz vergessen, dass sie ja leer geht. Aber dann sehe ich den Weg nicht mehr. Dann sehe ich sehe überhaupt nicht. So läufst du mal direkt in den Rhein, sag ich dir. Mach die lieber wieder an. Es wird nicht so schlimm. Wow. Wie meine erste Hilfe, Hilfe, Hilfe. Oh Gott. Immer nur Störungen hier in der Aufnahme. Die ganze Zeit hier gestört werden. Ich geh mal hier durch. Daran hätten wir vielleicht denken sollen. Ja, wie wär's mal absperren? Wenn ich wüsste, wo der Schlüssel ist, dann würdest du. Aber dann wird sie vermutlich vor der Tür stehen und brüllen, da haben wir war der Slender-Gott eigentlich, aber jetzt ist er nicht mehr da. Ich weiß, der ist hinter uns. Ja, er ist hinter dir. Ist da jetzt noch eine Seite irgendwo? Mit einer ja, nee, ist klar. Oh Gott. Drei Seiten. So viel habe ich damals, glaube ich, geschafft. Muss ich noch leiser machen. Frag mich, ob die irgendwie gehört hat im Mikro. Nee, das ist Rückkopplung. Deshalb habe ich da die Lautsprecher weggestellt. Ah, ich freue mich auf den Moment, wenn du ihm das erste Mal so richtig gegenüberstehst. Hast du das eigentlich schon mal gespielt? Ja, letztens auf der Party. Da war ein Kumpel von mir, war ganz überzeugt, dass wenn man den Slender nicht regelmäßig anschaut, dann teleportiert er sich auf einmal vor einem. So ein Schmarrn. Nee, er teleportiert sich nur hinter dich. Ja, aber nicht vor einem. Das muss er ja, weil er immer nur schlendert und wir rennen. Rennen, also. Ich meine. Also, ich schneller, bin schneller. Schneller schlendern. Ich kann da schneller. Yes. Scheiß Seiten, ey. Was denn? Vierte von acht schon, ey. Oh Gott. Das heißt, ich damals. An wie vielen Seiten? Ich glaube, bei sieben Seiten oder so. Ist der richtig aggro. Habe ich bei PewDiePie gesehen. Bei Slender Sanatorium hat er gesorgt und da hat er es wirklich geschafft. Bis zu sieben Seiten. Da hat er acht Seiten geschafft und dann ist er noch gerade noch so zum Ausgang kommen. Ausgang gibt's da einen? Ja, bei Sanatorium muss man einen Ausgang finden. Hier nicht, da verringt man dann irgendwie bei acht Seiten. Weiß ich aber nicht, kann auch vollkommen falsch sein. Ich stehe dann so ich bin schon wesentlich informierter über dieses Spiel hier. Und ich weiß, dass man mit acht Seiten zwar Sachen freischaltet, aber Gott, schalt die Lampe wieder an. Ja, dann geht sie aber leer und dann bin ich am Arsch. Die 10 Minuten sind noch lange nicht um. Das könnte man vielleicht machen, einen Timer uns dazu legen, dass wir ungefähr wissen, wann die Taschenlampe mal leer geht. Wer hat das gemacht? Ich glaube, Pete's Meat, da haben die das irgendwie. Da haben die sich, das haben auch sie sich eine Karte, haben sie sich mit. Lass dir das. Haben sie sich eine Karte besorgt, dann haben sie das ganz systematisch durchgezogen. Tja. Hier geht's hier nur um den schnellen Horror. Ich werde dazu gezwungen. Ein bisschen wie die nackte Kanone. Der Typ hinter mir hält mir gerade eine Pistole in den Rücken und steckt mich dazu. Ja, spiel weiter. Lass dich von mir über nackte Kanone zulabern. Das war lustig. Ja, im Zweier ist es doch. Machen wir ein Review über die nackte Kanone. Jetzt ist. Wir können es ja jetzt machen. Nee, im Zweier oder Dreier war das. Das hat mich da gerade wenig dran erinnert. Und zwar in der Anfangssequenz irgendwo ist es, da erzählt er einem Kollegen, dass er sich freut, dass er sich wünschen würde, dass er auch verheiratet wäre, weil sein Kollege, der wacht ja seit Jahren immer neben derselben auf.
und er treibt jede Nacht mit einer anderen 20-Jährigen. Achtung, alle unter 12, das Niveau ist jetzt ordentlich gesunken, ich wollte jetzt abschalten. Stimmt, ab sofort dürfen ja nur noch Nulljährige, die können das Niveau noch finden. Nulljährige checken. Ja, also alle zwischen 8 und 12 jetzt abschalten. Richtung! Ich lasche die ganze Zeit nur im Kreis und immer wieder vor mir. Just Cause Navi, wie es uns da an zwei Stellen einmal die Straße entlang navigiert hat und dann doch gesagt hat, ich soll umdrehen. Was ist das? Oh, scheiße. Aua. Ich würde sie ja als Röhre definieren. Ach so, das ist die Röhre. Eine halbe Röhre. Ja, die im Allgemeinen bekannt als Tunnel und... Da ist noch eine Seite drin, da bin ich mir sicher. Ich frag mich, wer hat denn die Verwaltung hier übernommen? Weil wer baut so einen Tunnel? Da mitten in die Pampa. Laufe ich jetzt auf ihn zu? Mein Plan. Stürzt dir Sachen, wenn ich wüsste. Ben, jetzt ist es auf einmal ganz schnell. Hä, wieso? Achso, die Seite ist glaube ich außen. Nein, die ist gar nicht da. Hallo, alles? Nein, raus aus der Röhre, ich bekomme Gänsehaut. Ja, was meinst du, wie es mir geht hier? Ich glaube, der Slender, man. Schau wieder hin, wo du läufst. Den sind wir noch überhaupt nicht begegnet. Wir haben ihn bisher nur gesehen. Also, nur gekriselt haben wir ihn. Oh Gott. Du schaust nur zu, Junge. Ja, aber ich hab's auch mal gezockt. Und ich habe dann allmählich begonnen, die Aufnahme ist verloren gegangen, aber das war so geil. Zum Schluss war dann meine Taschenlampe fast leer. Dann bin ich da immer nur noch mit so halber. Immer mal wieder reinschauen. Bin ich oh nee, kein Bock jetzt. Geh nach rechts. Oder nach links, wo halt die Fässer sind. Wieso denn? Ich muss da rein. Lass uns rein. Nein, geh da lieber zu früh als zu spät. Oh Gott, das überlebst du. Das überlebst du. Wie groß sind die Seite? Das garantiere ich dir, dass du es nicht überlebst. Ja, und dann ist schneller vorbei zum Glück. Ich könnte dir ein gerichtliches Guthaben oder Guthaben. Gerichtliches Gutachten geben, dass du das nie. Wo war die Seite nochmal? Raus da, Mann! Ja, ich brauch die Seite. Nein, du brauchst dein verficktes. Sorry, dein. Es tut mir extremst leid, das war. Jetzt ist es mit mir durchgegangen. Du brauchst dein Leben. Ja, geht's gerade auch raus. Rennstampe. Raus. Rennstampe, renn. Weg hier. Jetzt geht's mit dir auch durch. Hast du ihn gesehen? Nein, aber ich habe ihn gehört und sie zu dir. Wir müssen da. Das sollten wir eine Zeitlupe reinschalten. Oh, wo ist er? Mann! Hör auf, dich umzudrehen, geh weiter! Wow, da ist er! Ich bin doch in die richtige Richtung geschaut. Also jetzt können wir ja nochmal reingehen, weil er jetzt umdürfen ist. Nein! Gott, spannende Musik. Überlegen. Man sollte das Schicksal nicht herausfordern. Das ist russisches Roulette. Man hat es einmal überlebt und dann schreibt man. Ich hab grad so Herzklopfen. Ey, obwohl hier nichts Spannendes gerade passiert, irgendwie hab ich scheiß Herzklopfen. Ich hab nicht vor, dieses Spiel durchzuzocken. Die Chance ist nicht los. Ja, der war auf einmal. Ich hab mich nicht umgedreht, das war automatisch. Ja, bei der Hälfte. Naja. Ich war nicht so. Ich hätte rennen müssen. Ich weiß nicht. Willst du noch eine Runde? Nee, danke. Mir hat's genügt. So ein Schisser. Okay. Tschüss Leute, peace out.